Junkfoodtaster.com und jetzt gibt es Booster Granatäpfel Cranberry, auch Juicy genannt. Ja. Und jetzt bin ich mir gar nicht so sicher, was Booster ist. Es war ziemlich preisgünstig. Nur 49 Cent hat die Dose gekostet. Ja, Zucker 10,4. Ja, ein Drittel Liter ist es. Euko aus Hamburg hat es gemacht. Ja, die üblichen Zutaten. 32 Milligramm, wie immer eigentlich. So, los geht's. Mir kommt das jetzt nicht so vor wie ein Premium-Produkt. Ein bisschen zu preiswert. Aber mal sehen, da bin ich offen. Ja, riecht ordentlich aromatisch. Ja, was ist euer Lieblings-Energy-Drink? Oder was ist euer Lieblings-No-Name-Energy-Drink, muss man ja fragen. Ja, schmeckt fade. Hat aromatisch gerochen, aber ist dann fade. Boah, ja, kurz und stressig. Ich denke mal, an der Preisklasse kann man, glaube ich, auch nichts anderes erwarten. Ja, also, ja. Ich glaube, auf die Frage, was ist der beste Energy Drink, habe ich schon ein paar Zuschriften erhalten. Relentless und Monster sind, glaube ich, vorne mit dabei. Okay, ja, Booster. Gekauft im Edeka für 49 Cent. So, I just read a German, like, no-name energy drink called Booster Juicy Energy. The idea is quite good. You have pomegranate and cranberry juice, and yeah. But, yeah, it smelled really, like, aromatic, but then drinking it just kind of tasteless. Here you got 10.4 sugar in here, 32 milligrams as always, and then like, yeah, all the, yeah, stuff, vitamins as always, and so forth. Yeah, taurine must be somewhere here, taurine. Yeah, very cheap. This can here is just 49 cents. In a rather decent store, so yeah. What's your favorite no-name energy drink? Let me know if you have one, or do you always go for the premium, for the Monsters and for the Relentlesses and so on and so forth? Let me know. And thanks for watching.